Mein Gott, Diebe. Mein Portemonnaie ist weg. Mein Portemonnaie ist weg! Polizei! Du Diebin! Du elende Diebin, du! Nimm mich los! Du hast die ganze Zeit hier rumgelungert. Wo hast du mein Portemonnaie? Du Diebin! Ich hab ihr Portemonnaie nicht. Nimm mich los! Waschka wird trainerische Prosta. No sin! Na, dann ist ja alles klar. Polizei! Hey, sofort loslassen! Und die Komplizen! Polizei! Entschuldigung, ich habe mich im Wald verlaufen. Der Görlitzer Max. Endlich. Ich habe mich verlaufen. Ich dachte schon, Sie kommen nicht mehr. Mein Enkelsohn hat Fieber. Ich habe gebetet, dass Sie kommen. Ich habe ein Lachen in der Schonung gehört und... So weit ist er schon weg. Vogelstimmen auf nüchternen Magen. Das bringt Unglück. Das haben wir gleich. Gott im Himmel, gesegnet seist du für den Engel, den du geschickt hast. Der Görlitzer Max ist da. Hey, Große, wir würden hier krank sein. Von Elias heißt es. Und er streckte sich aus über dem Kinde und sprach: Herr, mein Gott, lass die Seele dieses Kindes wieder zu ihm kommen. Da sind Sie ja. Sie wissen doch, dass Sie sich abmelden sollen, wenn Sie das Haus verlassen. Wir müssen wissen, wo Sie sich aufhalten. Sie wollen wohl, dass ich hier versauere? Nein, aber das nächste Mal, wenn Sie das Haus verlassen, ohne sich abzumelden, gibt's Hausarrest, Frau Lorand. Was erlauben Sie sich eigentlich? Faschistenpack! Und außerdem heiße ich Laurent! Ein Mann der alten Schule. Oh, entschuldigen Sie meine Unhöflichkeit, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Laurent! Schulze. Na, Frau Schulze, was gibt's zu sehen? Sie kann nichts mehr hören. Ich meine, hören schon, aber es tut sich nichts mehr. Na, da wäre ich mir aber nicht so sicher. Stark. Wenn ich Kaffee mache, dann mache ich Kaffee. Und wenn ich Wasser mache, dann... Dann mache ich Wasser. Dann mache ich Wasser. Das hat meine Mutter immer gesagt. Das hast du verloren. Könnte ich mal telefonieren? Telefonieren? Es gibt kein Telefon. Das Dorf liegt über dem Berg.